das, was alle Weltanschauungsmodelle versäumt haben, mit wenigen Ausnahmen versuchsweise Annäherung, ist, dass sie immer sofort all das unter den Teppich gekehrt haben, was das eigentliche Problem darstellt, nämlich das Unerklärliche, das Entsetzliche, das Unmögliche, das Unbegreifliche zu erklären. Oder wenigstens, wenn es unerklärbar bleiben will, zu erklären, was dessen Funktionsweise ist, sich unbedingt entziehen zu wollen jeglicher Begreifbarkeit. Sprich, all das, was auf den ersten Blick selbstverständlich Ziel und Absicht des Lebens ist, nämlich jene dramaturgisch perfekte, überwältigende Inszenierung auf jener Theaterbühne, die die Welt ist, auf jenen Vorstellungsbrettern, die von uns als Welt erzeugt werden, möglichst in möglichst vielen Akten zu inszenieren und die Protagonisten ihre Rollen in dem Bühnenstück finden zu lassen und nicht den Erkenntnissen des Strukturbaus des Theaters der Oper von Paris zum Beispiel zu verstehen, sondern einfach die Aufführung sich entwickeln, ausfältigen, in ihrem Fortgang, in ihren Aktionen, in ihren Handlungen, in ihren Dramaturgien, in ihren Alienierungen, Veränderungen, damit nach dem Ende des Theaterstücks wieder neue geschrieben werden und neue Theater gebaut und neue Bühnenbretter zusammengenagelt. Wenn also diese Schönheitsblendoberfläche des Seins, es gibt kein darunter und kein darüber, es gibt nur diese Oberfläche, das Einzige ist, warum es dann diese Vorstellungen dennoch der Kleider des nackten Königs, die neuen Kleider des nackten Kaisers, warum es diese Eingeweide, dieses Gekröse, dieses organizistische, entsetzliche im Keller der Oper von Paris, verwaltet durch das Phantom, dennoch kurzzeitig sichtbar macht, indem es den Theatervorhang einen Schlitz weit aufblitzen lässt, so wie die Röcke der Baubo. Warum es diese dennoch, wenn es nur um die Aufführung des Stücks und seine Fortsetzung und seine Entwicklung und seine Entfaltung geht, um seine überwältigenden, betörenden Überraschungen, warum es dann dennoch einen kurzen Ausblick in Lesal daneben, in den Bauch, in die Eingeweide, in die Großmarkthallen der Stadt Paris gewähren lässt, in all den Moder, diese Vergärungen, dieses Organizistische, zum Beispiel nebst all dem anderen Unmöglichen und Entsetzlichen, über das wir jetzt Jahre über gesprochen haben, als das Zentrum dessen, was zunächst erklärt werden muss, warum sich das nicht erschließt und nicht erklären lässt, einschließlich seiner gesamten Entstehungsgeschichte, die beim Menschen
an diesem Ort des kurzen Aufklaffens, des Ticken und Tackens, allen Realens, allen Fleischlichen, alles Pulsierenden, alles Ein- und Ausstülpenden, Pulsierenden zwischen seiner im Körpersack befindlichen Weichfleischlichkeit mit vergehrender Halbwertszeitdauer und den Blendschönheiten, die darüber gezogen sind, in ihrer prallen Aufgeblasenheit, von denen Leonardo spricht, den Porzellangesichtern. All dies, mit Ausnahme vielleicht von Freud und dem frühen Lacan, der sich dann aber auch wieder von den Moden schnell korrumpieren ließ und von den Pfründen, die ihn lockten. All dies zu erklären als erstes des Nichts sich Erschließenden, des immer sich Entziehenden, des immer Unbegreiflichen, des immer in seiner Entsetzlichen so Undenkbaren, dass es sofort wieder nicht nur vergessen und verdrängt wird, sondern sogar in eine Kategorie der Verworfenheit des Unbewussten von einer doppelten und dreifachen Tür des nicht mehr Bemerkens, dass man nicht mehr bemerkt, es nicht mehr zu bemerken, nicht mehr bemerken, dass man nicht mehr bemerkt, nicht mehr zu existieren, nicht mehr bemerken, dass man nicht mehr bemerkt, dass man ja eigentlich ein sich selbstbewusstseinfähiges Bewusstsein sein könnte, wenn man Augen hätte, die man geöffnet hielte, um zu sehen und nicht zu verschließen vor dem Unmöglichen. Also all diese Herangehensweise, die das Projekt unseres Werks über 40 Jahre waren, beginnend mit dem Unsäglichen, mit dem Realen, mit dem Tödlichen, mit dem Ekligen, mit dem Organizistischen, mit der Matrix, mit dem Rhizom, dem Ring, dem Kernlochring, Universal-Transformations-, Neuaberwitzigkeitsgenerator, um den sich die ganze Welt dreht, die ganze Theaterbühnenwelt, aber selbst nicht sichtbar gemacht werden darf. Das ist das Versäumnis aller Weltanschauungen und aller Philosophien. Bei den Religionen weiß man ja, dass dies nur der Korruption, der Machtbeherrschung, der Tröstungsillusionen dieser Scharlatanereien dient. Dem Staat mit seinen Unterwerfungsgesetzen und somit wiederum nur den Drittveränderungsimperativen, die schließlich hinhauen müssen und oberste Priorität beanspruchen, da alles eng geführt wird auf die einzige Erlösung, was der einzige Ausweg dieses Wiederholungszwangs eines Christusmythos, der in 25 verschiedenen Kulturen beschrieben wird, immer als die Abstieg in die Hölle, den Höllendurchritt, den Tod, den kleinen Tod und dann die Resurrektion, die Wiederauferstehung von den Toten und dann der triumphale Himmelfahrtsmoment der Vorwegnahme dieser Lebenszyklen, nämlich in die glorreichen, triumphalen Wolken aufzufahren, um dann die Schlange zu zertreten, die der Mittler, die der Signifikant, die der Zeichenmacher, die der Phallus, die der Regenmacher sind, dieser Polaritätsschaukelbewegungen.
lassen wir es. In den letzten Jahren ist alles gesagt worden und vor allem versteht man nun, warum das kurzzeitige Aufklaffen des Nichtigen, des Dings, des Auslöschens, des Verlöschens, des Genichtetwerdens, des Vollkommen Zerrissenwerdens in dem Fleischwolf, im Bauch, in den Kellern der Oper, um dann wieder zusammengesetzt zu werden und neue Wurstketten zu produzieren. Schmackhafte, knackige Leberwürste, Lebenswürste mit unvergleichlichen bayerischen Gewürzen, bohrischen Gewürzen als Wiederkehren machen früher Kinderwünsche. Punkt, Punkt, Punkt. 27,8 Grad Wassertemperatur. Zum Glück noch nicht ganz 30 Grad. Da ein bisschen Wolken uns beschirmen. Was sind eigentlich Wolken? Das gehört auch zu dem Unerklärlichen. Und man hat verschiedene Versuche physikalischer Art dafür hergenommen, um das zu erklären. Aber das ist es alles nicht. Vor allem nicht, warum die solche Mengen an Wasser transportieren können. Diese Gebilde, an denen der Geist seine eigene Fantasietätigkeit beobachtet, indem er sich beobachtet, während er sich beobachtet und dann sich darüber wundert, dass er sich dann plötzlich selbstbewusst wird, dass er der Beobachter dieses Beobachtens ist und der Filmproduzent des ganzen Hollywood-Blockbusters. IMAX hat versucht, diesen Blickwinkel, den der Mensch nicht nur als 180 Grad, sondern als subjektiv 270 Grad weite Bilddiagonale oder Bildhalbkugel nachzuahmen. Aber das natürliche Erblicken ist dann dennoch immer etwas anderes in der Erfahrung, als wenn man es auf dem Foto oder auf dem Film sieht. Da ist noch dieses verklärte Verunwirklichungs- oder Wirklichungsempfinden immerzu drangehängt bekommen hat.